Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Oblivion. Ja, die letzte Folge ist mir die Tonaufnahme leider ein bisschen kaputt gegangen. Mit Outer City beim Exportieren ist irgendwas schief gelaufen. Keine Ahnung, ich hoffe, diese Folge klappt's wieder. Und wir sollen ja immer noch die Familie ausrotten. In Leawin. Da müsste jetzt auch der letzte Angehörige der Familie sein. Und dann müssten die auch komplett ausgerottet sein. Da werden wir jetzt einfach mal schauen. Guten Abend. Wie geht's? Och, mir geht's gut. Ich bin auf der Weg, jemanden umzubringen. Da geht's einem doch immer gut. Es ist... Gut. Was kann ich für euch tun? Och nein. Ja, gibt es etwas, das ihr benötigt? Ihr seht wie eure Mutter aus. Meine Mutter? Oh, ihr kennt sie? Sie ist eine herzige alte Dame und ich bin einfach eine schreckliche Tochter. Ich muss sie häufiger besuchen gehen. Aber jetzt muss ich mich wieder an die Arbeit machen. Wenn ihr Mutti seht, sagt ihr, dass ich sie bald besuchen komme. Ehrenwort. Okay. Können wir sie nicht einfach hier auf offener Straße kurz abmurksen? Wir probieren es einfach mal. Jedes Mitglied ist tot. Sehr schön. Wie das einfach keinen juckt. Hat die nicht noch irgendwie... So, noch ein bisschen Loot. Halt, ihr habt gegen die Gesetze verstoßen. Was soll ich denn... Ja gut. Das ist das Problem. Ja, ja. Dann gehen wir eben kurz in den Knast und zahlen unsere Geldstrafe. Wie viel Kohle haben wir denn noch? Ja, mehr ist genug. Da sehe ich keine Probleme. Da reisen wir jetzt nach Skingrad zum Schloss und holen unsere Belohnung ab. Die haben wir uns jetzt redlich verdient. So eine Scheiße. Doch noch erwischt worden. Ihr seid, hi. Ich habe meine Belohnung abgeholt und meinen nächsten Auftrag erhalten. Ja, dann haben wir ja nur 500 Minus gemacht. Ich denke, das war den Spaß auf jeden Fall wert. Ich habe meinen nächsten Auftrag am Übergangspunkt bla bla bla. Ich habe Befehl, den Kashid Jay Gasta zu töten, den ich in seinem Haus in Bruma finden kann. Jay Gasta ist ein Meister des unbewaffneten Kampfes und er wird sich als starker Gegner erweisen. Willkommen. Ja, yeah, willkommen. Dann wollen wir doch mal sehen, ob sich der so als starker Gegner erweisen wird. Vielleicht können wir ihn ja im Schlaf einfach meucheln. Ja, unser Pferd steht jetzt wieder im Stall außerhalb des Stadttores. Da wollte ich in der letzten Folge noch was dazu sagen. Schön, euch zu sehen. Immer wenn ich reite, crasht das Game. Ein bisschen blöd. Aber da kann man wohl nichts machen. Das heißt, wir sind halt jetzt weiterhin zu Fuß unterwegs, obwohl wir ein richtig cooles Pferd bekommen haben. Ja, mei. Manchmal ist es halt so. Ich speichere vorsichtshalber nochmal. Oh, perfekt. So. Jetzt müssen wir den Kollegen nur noch finden. Schlafen tut er schon mal nicht. Das ist schon mal nicht so gut. Aber er hat einen riesen Keller. Geheimer Trainingsraum, ich ahne. Nur für den Fall das. Da hockt er.
Na komm, trau dich. Okay, das war jetzt nicht allzu schwer. Ich hätte gerne einen... Gut, den Schlüssel nehmen wir mit. Haben wir eigentlich noch die ganzen Schlüssel? Ja, wir haben noch alles. Naja, wir stehlen ja auch nicht. Da können uns die Wachen nicht so viel wegnehmen. Flapp, da fliegt's weg. Aber wenn wir schon da sind... Nur um mein Schlossknack ein bisschen zu verbessern. Gab's da nicht noch irgendwo eine Truhe? Na, spielt ja auch keine Rolle. Wir haben ihn ums Eck gebracht und das ist alles, was zählt. So, wo ist denn der nächste Übergabepunkt? Die alte Brücke. Dann reisen wir doch ins Hafenviertel der Kaiserstadt und schwimmen eine Runde. Ist bestimmt schön, in so einer Rüstung zu schwimmen. Ui, wir sollten raschen und eine Stufe aufsteigen. Das klingt gut. Wo komme ich da jetzt hin? Zum Tempel District. Nee, da wollen wir ja gar nicht hin. Boah, ist das dunkel hier. Hä? Entscheid dich mal, wo wir da... Können wir hier Schenke zum schlechten Omen kümmern? Weiß nicht, irgendwie war ich da gerade orientierungstechnisch ein bisschen verloren. Ah, hallo Schattenmähne. Ich kann dich leider nicht benutzen. Das Spiel crasht, wenn ich dich benutze. Tut mir sehr sorry. Deshalb habe ich auch in der letzten Folge so viel gespeichert, weil ich ein bisschen paranoid war. Und dann hat die Folge funktioniert. Beim 5. Anlauf. Und dann schmiert mir der Ton ab. Yay. Okay. Also, auf zum... Ja, Moment mal. Jetzt waren wir doch gerade bei der Schenke. Ah, so langsam geht die Sonne auf. Sehr schön. Wenn wir doch schon bei der Schenke sind, dann können wir uns ja auch ein Zimmer mieten. Die Kohle haben wir. Guten Tag. Ja, ich habe noch... Ich will ein Bett. Ein Bett? Gut. Yep. Also gut. Mach mal. Lebt wohl. Und sagt es euren Freunden. Die Schenke zum schlechten Omen hat geöffnet. Wie Schau immer. Einer an. Wer mögt ihr sein? Hallo, Fremder. Wir haben nicht gerade viele Besucher hier in der Gegend. Ja, interessiert mich eigentlich auch nicht. Lebt wohl, Schätzchen. Ich freue mich darauf, euch wiederzusehen. Ja, lass mich in Ruhe, ich will schlafen. So eine Stunde sollte reichen, um ein Level aufzusteigen. Wir wollen auf jeden Fall Stärke. Wir wollen Konstitution, oder? Oder Persönlichkeit? Schnelligkeit? Ja, komm, machen wir mal so. Einfach mal speichern. Und dann geht's weiter. Wow. Schreck mich doch nicht so. Steht einfach direkt hinter der Tür. Hat mich wahrscheinlich beim Schlafen beobachtet, die Olle. Naja, wer es braucht. Und schon wieder Athletik verbessert. Sehr schön. Boah, jetzt wird's aber wieder diesig. Ja, wir laufen jetzt einfach mal querfeldein. Ist ja gar nicht mehr so weit. Wenn ich so überlege, was wir letzte Folge gelatscht sind, da ist das hier ja noch recht entspannend. Zum nächsten Übergabepunkt und dann bin ich mal gespannt, was uns da erwartet. Kleines Häuschen, wie es aussieht.
Ja, wir entdecken immer neue Punkte auf der Karte. Ist doch gar nicht so schlecht. Ihr habt gefunden, Pell's Tor. Sehr schön. Und da ist auch schon die Brücke, wo wir suchen müssen. Alte Brücke. Wahrscheinlich ist es unter der Brücke irgendwo versteckt. Yep. Gut. Eine gesuchte Psychopathin. Okay. Nun gut. Jedem das seine. Ich denke, die werde ich schon eliminieren können. Wir verdienen auf jeden Fall gut Geld hier. Ich dachte, der gehört da zu dem Dorf dazu. Da knallt er mich einfach ab. Ich glaub's ja nicht. Ich wollte mich hier nur kurz ein bisschen umschauen. Naja, gut. Ich kann während eines Kampfes nicht reißen. Verstehe. Ah. So. Darf ich jetzt bitte reißen? Sehr schön. Ein zerstörtes Tor zu Oblivion? Bin ich froh, dass wir die nicht mehr machen müssen. Ich bin so froh. Nee, also die waren ja wirklich nicht mein Favorite im Spiel. Und hier ist irgendwo die geflutete Mine. Das ist hier bestimmt irgendwo der Eingang. Ah. Und es ist eine Psychopathin. Wir sollten auf der Hut sein. Und wir sollten uns beeilen, denn wir haben nicht unendlich Sauerstoff. Okay. Vergess immer, dass Argonia unter Wasser atmen können. Ein Apfel. Den kann ich behalten. Sonst hier nichts mehr groß Interessantes. Blub, 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 blub. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Nee, da wollte ich jetzt eigentlich gar nicht hin. Ich glaube, da gehen wir sofort wieder zurück, bevor ich mich komplett verirre. Oh shit, unser Sauerstoff, unser Sauerstoff. Oh, Gott sei Dank. Ging es hier wieder nach oben? Nee, da geht's nach unten. Ich will doch nach oben. Ich glaube, ich habe mich ein wenig verirrt. Also gut. Vielleicht hier. Eine Kiste. Sag mal. So, jetzt hoffe ich mal, dass es sich gelohnt hat. Eine Kupferkette,
Oh, Dietriche. Seelenstein kann man gut verkaufen. Jetzt würde ich hier nur gerne irgendwie rauskommen. Komme ich hier drüben vielleicht irgendwie? Da unten? Schau mal, ob das der Rausweg ist. Hier vielleicht. Es sieht gut aus. Jawohl. Ja, ich kann halt nicht unter Wasser atmen. Muss ich auch nicht. Gut, dass wir bei Nocturnas Schrein schon waren. Jetzt können wir nämlich ganz schnell zu der Festung hier hinflitzen und uns unsere Belohnung holen. Oh, Wiederherstellen haben wir auch verbessert. Sehr schön. Ein Schrein? Da lasse ich mal die Finger von. Und jetzt geht's auf zur Festung, wo wir unsere Belohnung bekommen. Also wenn es wieder 500 Gold sind, bin ich sehr zufrieden. Hier ist irgendjemand. Verdammter Bandit. Ah, Dietriche. Sehr schön. Hier, Sarg. Er sieht doch gut aus. Gut, Belohnung abgeholt, nächsten Auftrag erhalten. Man beordert mich, Alval Uvani in seinem Haus in Leavin zu töten. Uvani ist sehr versiert in der Zerstörungsschule der Magie. Ich sollte mich also entsprechend vorbereiten. Außerdem hat er spitz bekommen, dass jemand ihm nach dem Leben trachtet. Er wird also auf Ärger gefasst sein. Ja, das ist doch mir egal. Den werden wir sowas von zusammen umnieten. Wo reisen wir denn dahin? Nach Bravil. Verzeiht, mein Herr. Ja, ich verzeihe dir. Ich weiß zwar nicht warum, aber ich verzeihe dir. Hab Mitleid mit einem alten Kriegs. Ja, ja, Mitleid, ja, ja. Was gibt es Neues? Manche Leute berichten von Begegnungen mit Goblins in dieser Gegend vor gar nicht langer Zeit. Ich kann diese Dinge nicht ausstehen. Wie geht es euch? Ich weiche diesen Dingern aus, wann ich... Seht euch vor! Er will nicht mit mir plaudern. Okay. Muss er auch nicht. Aber er muss hier irgendwann mal raus. Hallo? Jeder Freund von Martin ist auch mein Freund. Wie kann ich euch helfen? Ja, du könntest den Typen da eliminieren. Ist jetzt nach oben gegangen? Oh, das klingt gut. Keine Zeugen. Sehr schön. Und dann schauen wir noch, was er so dabei hatte. Ein Schlüssel, Gold. Und jetzt schnell weg, bevor es jemand spitz kriegt. Tja. Haltet auf der Stelle ein, Abschaum. Das ist das... Okay. Der war anscheinend nicht sehr wertvoll. Für 40 Gold, wir werden ja eh wieder 500 Gold kriegen. Das war wahrscheinlich nur für den Diebstahl, dass wir ihm das Gold abgeknöpft haben. Okay.
Ich würde sagen, wir holen uns jetzt unsere wohlverdiente Belohnung. Im Marktbezirk der Kaiserstadt. Ja, den sollten wir jetzt hier aufsuchen und mal schauen, wo wir da unsere Belohnung bekommen. Wie kann ich euch helfen, Meister? Du kannst mir gar nicht helfen. Perfekt! Ja gut, wir haben 40 gezahlt. Wir werden ja reich. Man beordert mich, zu einem Lager auf der Knollkuppe zu gehen und dort Havelstein Reifblut zu töten und einen wilden Nordbarbaren und Axtakrobaten. Ja, würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal. Ich speichere nochmal kurz. Also ich muss sagen, die Mörderaufträge machen mir gerade echt Laune. Ja, und dann sehen wir uns jetzt hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Bis dann. Ciao.